angekommen in Kangkal. Jo. An der Smaragdküste. Mhm. Und die Hauptstadt der Austern. Genau das werden wir gleich mal probieren. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, so eine Auster oder so. Ja, einmal probieren. Wer von euch hat Austern schon mal gegessen und wer findet sie gut und wer findet sie weniger gut? Bitte einmal unten reinschreiben. Wir sind uns da unsicher noch. Also wir haben sie auch noch nicht probiert, aber nein, vielleicht wird es auch eine Lappspeise. Also von hier aus gibt es jetzt eine Trampelfahrt. Ich habe da nur gesehen, da geht es irgendwie so ein Trampelfahrt rein. Nach Kankale. Zum Hafen. Zum Hafen. Hafen ist gut. Und da gehen wir jetzt mal lang. Genau, da gehen wir jetzt mal her. Und dann schauen wir mal. Und einen Aussichtspunkt hast du auch noch. Ja, gemacht, ne? Ja, ja. Mehrere. Okay. Ja, wie gesagt, die Einfahrt hier, alles simpel, großzügig, mit einem Ticket ziehen, ne? Wird ja anders sein. Und dann haben sie mindestens zwei, ich glaube, ich sehe gerade die dritte Station. Strom. Ja, Strom ist hier nicht so weit. Ist hier etwas rar gesät. Aber nee, wegen der Entsorgung. Ach so, Entsorgung, ja. Aber ich glaube, das ist der einzige Stromplatz hier. Okay. Gefunden bei Park4Night übrigens. So, und jetzt? So, hier ist, da steht hier Ton. Ja, aber hier die Treppen hoch. Nee, da runter. Okay. Das Abenteuer beginnt. Bestellt jetzt mal ein halbes Dutzend. Mal gucken. Erstmal trinken. Erstmal trinken. Ich glaube, das ist so Muskatwein oder sowas. Skoll. Skoll. Ruhig, Brauner. Salzig, zitronig. Dann probiere ich jetzt auch mal. So, wo ist der Fazit? Erst einmal Austern. Also ist es nicht so, wie sie alle mal sagen, eklig? Nee. Wenn die Stückchen nicht dazwischen wären.
Ich weiß nicht, ob da am Öffnen liegt. Kleine Brötchen waren noch drin, aber ganz ehrlich, geschmacklich lecker. Lecker. Es ist ein bisschen weich, ja, aber nicht jetzt. Ja, aber jetzt schmeckt wie ein guter eklig. Fisch so, ne? Also ja. Vom Geschmack her. Ja, salzig. Fand ich jetzt gar nicht so, ehrlich gesagt. Nein, doch schon. Aber mit der Zitrone drauf geht's. Zitronig, salzig. Aber ansonsten... Also Austern kann man machen. Ja. Doch. Und auch gar nicht teuer. Das hat jetzt hier der Spaß. 9,50 Euro. Ja. Zweimal Wein und ein halbes Dutzend. Austern Nummer 3 oder keine Ahnung. Genau, du kannst wählen, welche Nummer. Das ist die Größe, ne? Das ist die Größe, denke ich mal. Ja. Nee, alles gut. Ja. Also würde ich jederzeit wieder machen. Ja. Ne? Bin dabei. So als Snack zwischendurch. Ja, mal gucken, also richtig satt bin ich jetzt nicht. Ne? Na. Da fehlt jetzt noch ein bisschen Brot oder so. Ja. Oder Scampis. Hummer. Ja, da hatten sie gerade so lecker Hummer. Und. Aber jetzt guck mal, Leute, wie wir hier sitzen. Ne? Das ist doch ein Träumchen. Das ist mega, ne? Absolut mega. Direkt hier am Hafen, auf der Kaimauer. Jo. Cool. Bis Gott. Na gut, direkt an der Straße. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the vines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back. All the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent some catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to die. Kugel ist viel größer. Meine Kugel ist viel größer. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, einmal Zitrone und einmal Peach für mich. Ja. Hm? Ist Peach. Also, Kankal gefällt mir. Mhm. Gut und viel essen und schön schlendern an der Promenade. Und ich glaube, es gibt ja noch einen Stadtteil hier, ne? Der obere Teil. Gucken, ob wir da noch hinkommen. So, sind wir wieder oben. Sauerstoffzelt. Ja.
Dank, Karl, sehr schön. Ja. Kann man machen, sollte man auch machen, finde ich. Unbedingt. Und die Austern auch. Ja. Der Wetter spielt ja noch mit, haben wir stabil, gar keinen Regen. Das ist schon mal gut. Haben wir schon hier was zu dem Platz gesagt? Wie teuer? Nee. Ich glaube 12 Euro. Oh. Ja, gucken, vielleicht schreibe ich das mal unten rein. Aber ohne Strom. Wie gesagt, nur 4 Plätze Strom. Okay. Davon ist aber nur einer belegt. Nee, also, 2, glaube ich. 2? Viele brauchen gar keinen Strom mehr. Wir auch nicht. So, wir sind da. Jo. Hurra. Jetzt ist Feierabend, oder? Ja. Schatz? Ich guck nur, ob die Räder drauf sind. Hier. Weibchen ist ein bisschen fertig. Weibchen ist komplett fix und fertig. Komplett. Ja. Ja, wir werden uns heute, glaube ich, auch nicht mehr melden. Wir werden jetzt noch was zu essen machen. Dann werden wir wahrscheinlich morgen nach San Malo fahren. Mal schauen. Wir melden uns.